À vous, ça, en France, le 1er avril, c'est plutôt une journée des blagues. Je suis pas sûre si l'histoire d'Ondine est tellement connue en France aussi. Mais en fait, en Allemagne, on connaît très bien la mythologie d'Ondine et des créatures d'eau. Donc j'espère qu'en France aussi, on va admirer l'histoire et les contes d'Ondine moderne. Also ich glaube, eine der Geschichten, die mich am meisten berührt hat, war Blue Valentine. Und aber auch Only Love is Left Alive. Und ich glaube, das geht ja so ein bisschen in die Richtung von Undine, dass es so etwas Übernatürliches hat. Und das mag ich irgendwie auch an Liebesgeschichten, wenn es sich löst von den gesellschaftlichen Ideen, die wir so über Beziehungen haben und was wir von Liebe erwarten, was wir von unserem Partner erwarten. Und wenn es hingeht zu so einer bedingungslosen Akzeptanz des Gegenübers, weil ich glaube, das erzählt viel mehr über Begegnungen von Menschen und oft, glaube ich, sind Beziehungen so geprägt von unserem Ego oder von Erwartungen. Ich glaube, deswegen mag ich auch Christoph und Undine als Paar so gerne, weil die so kindlich naiv miteinander sind und nicht so einen Druck haben, du musst in dieser Beziehung das und das für mich erfüllen. Also ich meine, das ist ohne Menschen, aber trotzdem, also ich mag, weil es sich so mit einem Element beschäftigt, was uns so fremd ist, finde ich, macht das immer so Welten auf, die, wo man sich so hinträumen kann. Weil ich glaube, wir wissen mehr über unser Universum als über die Meere. Und gerade deswegen finde ich so einen Animationsfilm so toll, weil der ja, uns in eine Welt entführt, die wir gar nicht kennen. Vor allem das Spannende an Berlin, dass es ja im Grunde eine sehr, sehr junge Stadt ist. Also eigentlich seit 30 Jahren erst bildet sich die Stadt so als eine Einheit neu zusammen. Und ich finde, wenn man durch Berlin geht, sieht man schon, dass die Stadt ist nicht so aus einem Guss, wie man, also in Paris, finde ich, hat man so ein sehr genaues Gefühl dafür, wie diese Stadt aussieht. Und Berlin, finde ich, sieht überall sehr, sehr anders aus. Ich, obwohl ich schon wahnsinnig lange in Berlin lebe, komme immer wieder an Orte, an denen ich noch nie war und von denen ich auch nie gedacht hätte, dass Berlin auch so sein kann. Ich glaube, genau das mag ich auch an Berlin, dass es eben so viele Gesichter hat. Und wenn man jetzt Undine über diese, also als Stadthistorikerin über diese Stadt erzählen lässt, mag ich die Verbindung von Märchen und der realen Welt, weil also wenn man Undine als dieses mythologische Wesen versteht, dann erzählt sie ja im Grunde ihre Geschichte, weil, was sie auch in ihren Vorträgen sagt, dass das Wasser zuerst da war und dass die Stadt auf einem Sumpfgebiet gebaut wurde und dann kam der Mensch und hat angefangen, eine Stadt zu bauen. Und das meinte Christian Petzold auch, er möchte Berlin wieder eine Mythologie geben. Und ich finde, genau das schafft Undine, weil sie eben zuerst da war und dann kam die Stadt. Also tatsächlich der letzte Film, der mich so wirklich berührt hat, also in seiner ganzen Bandbreite vom Spiel, die Geschichte und aber auch leider die Aktualität, war ein Schauspieler, also ein Mann, in And Then We Danced, den ich einfach unfassbar fand. Und ich habe jetzt bei der Berlinale einen Wettbewerbsfilm gesehen, den koreanischen Film, ich glaube, die englische Übersetzung ist, der deutsche Titel ist Die Frau, die rannte. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig beeindruckend, weil es so anders ist, als, ich glaube, als deutsche Filme erzählt werden. Und es sind drei Frauen, glaube ich, in den Hauptfiguren. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend zu sehen, wie anders man Geschichten erzählen kann und trotzdem, obwohl ich die Sprache auch nicht verstehe, verstehe ich über diese Schauspielerin, was sie erzählen, ohne dass ich eigentlich die Untertitel bräuchte, sondern es erzählt sich trotzdem so viel.
Also ich glaube nicht, weil ich glaube, dadurch, dass ich als Schauspielerin einen anderen Blick habe auf die Geschichten, bin ich gar nicht so sehr in diesem Denken von, wie passt Musik zum Film, um die Geschichte zu unterstützen. Weil ich, also Musik, die ich privat höre, ist ja, glaube ich, Musik der Musik willen. Und ich glaube, Musik für Film muss anders sein, weil, also ich finde, Filmmusik ist wirklich eine Kunst, damit die Musik einem nicht aufzwingt, was man fühlen soll, sondern eben die Handlung in so einen Rahmen steckt, wo vielleicht die Musik sogar noch was Neues hinzubringen kann und einem nicht vorschreibt, was man eigentlich gerade fühlen sollte. Deswegen habe ich da jetzt kein Lied, was unbedingt mal ein Film soll. Ich glaube nicht. Und ich habe das tatsächlich ganz oft, dass mich Dokus wahnsinnig berühren. Ich schaue wahnsinnig viele Dokumentationen und irgendwie, ich glaube, weil man da vielleicht noch mal ungefilterter dem Leben zuschauen kann, berührt mich das teilweise viel mehr, weil man eben weiß, es ist alles wirklich so. Und teilweise ist das so erschreckend oder auch so schön, dass ich tatsächlich bei Dokus wahnsinnig oft, dass mir da wahnsinnig auf die Tränen kommen. Dieses Jahr kann ich noch nicht drüber reden, weil da Sachen noch entschieden werden müssen. Und 2021 werde ich mit Kilian Riedhoff einen Kinofilm machen.